Herzlich willkommen zum Sonntagsvlog. Christen rund um die Welt erinnern sich heute an den Einzug Jesu in Jerusalem. In USA ist es dazu üblich, dass man mit solchen Palmwedeln im Gottesdienst einzieht und sie dann in kleine Kreuze verwandelt. Diese Kreuze sollen uns an den Erlösungstag Jesu Christi das Jahr über erinnern. Ich zeige euch jetzt, wie man ein solches Kreuz aus Palmwedeln herstellt. Zunächst falten wir den Palmwedel nach unten und dann knicken wir ihn nach rechts. Formen damit die eine Seite des Balkens und führen den Palmwedel nach links. Dann führen wir ihn wieder nach rechts, begradigen das Blatt, ziehen die Palmwedel nach oben rechts, dann wieder nach unten links. Dann führen wir es über den Körper des vertikalen Blattes hinweg und wieder nach oben. Dann nehmt ihr das Ende des Palmwedels und steckt es hier durch die Öffnung hindurch und zieht es glatt. Fertig ist euer Kreuz. Ich wünsche euch einen gesegneten Palmsonntag. Tschüss!